Hi, ich mach mir gleich Nudeln. Und Abby, die kriegt nichts. Die hat hier was zu tun. Ich hätte übrigens neulich auch in diesen ganzen Speedruns und so, die ich gesehen habe, festgestellt, dass wenn man auf Grounded zum Beispiel spielt, dass man zwar viel schneller stirbt und so, dass man aber auch Gegner viel schneller mit One-Shot-Angriffen töten kann und sowas. Das ist eigentlich auch super. Also wenn man gut darin ist, auszuweichen und das geht ja in diesem Spiel und so weiter, dann ist das eigentlich eine super Taktik. So, schade, dass ich noch keinen Schalldämpfer habe. Oh, gut, dass ich in diesem Moment das ausgesprochen habe. Das war wahrscheinlich Schicksal. Weil da haben wir 8 Kugeln von. Schalldämpfer haben wir drauf. Da haben wir 2 Personen. Die eine geht nach. Die gehen beide weiter nach links. Ja. Das war ein richtiger Glückstreffer. Ich dachte, ich hätte daneben getroffen. Okay, da haben wir noch 2. Sieht man die? Die sieht man einfach noch nicht. Unfassbar. Ach, da rechts ist auch noch einer. Na super toll. Dankeschön. Ich brauche die Munition. Ja. So, ich muss hier hinterkommen. Das hat gut geklappt eigentlich und ich habe nur eine Kugel verschwendet. Das ist eigentlich gar keine schlechte Bilanz. Okay, da rechts. Wenn die jetzt dieselbe Taktik wieder anwenden, dann probiere ich auch gleich dasselbe wieder. Weil einen festhalten, den einen mit der Kugel, mit dem Schalldämpfer töten, das ist. Keine Ahnung, das habe ich mir auch abgeguckt in den Videos, muss ich so zugeben, aber es funktioniert ja eigentlich ganz gut, ne? Ja, hier sind nur noch die beiden, irgendwie. Oh, ups. Der Lauschmodus hatte echt hier überhaupt keine Reichweite. Da sind noch die beiden. Schauen wir mal, ob ich hier links rumgehen kann. Okay, da hinten läuft auch noch einer lang. Eventuell bleibe ich also lieber hier. Gucken, ob die beiden hier gleich zurückkommen. Und dann wende ich meine Taktik wieder an. Oder vielleicht kommt auch nur einer hier hin. Oh, das könnte auch schön sein, ja. Solange der andere da hinten, der da auf diesem Hügel stand, hinter dem Baum, jetzt nicht plötzlich wieder auftaucht. Ich kann den ja nicht sehen. Der Lauschmodus hat ja irgendwie nur eine Reichweite von 10 Metern. Was eigentlich eher der Realität entspricht als einer mit 30 Metern. Aber das hilft mir ja nicht. Ich als Spieler brauche immer unbegrenzt. Oh. Ja. Unbegrenzte Fähigkeiten. Okay, da ist. Diese Person läuft da lang. Na? Hi! Oh, von hinten sind wohl noch welche. Das wird wohl gleich alles. Oh, das. Scheiße. Was mache ich denn nun? Kann ich hier drunter? Ha! Haha. So. Ich bin ein Genie. Hoffentlich sind es nur noch die beiden. Das wäre schön. Oh. Ja. Gut, sind den Toten entdeckt. Hier in der Nähe ist jetzt auch kein. Die beiden machen überhaupt nichts. Geil, jetzt suchen sie wahrscheinlich. Okay. Die holen sich wahrscheinlich jetzt Verstärkung. Ja, ihr vermisst mich? Kein Problem. Oh.
Du hast mich nicht gesehen. Ach, die sollen doch einfach nur zu mir kommen. Was ist los? Warum habe ich das andere Handy nicht stumm geschaltet? Ich habe das eine, das gerade geklingelt hat, habe ich tatsächlich stumm geschaltet. Das andere natürlich vergessen. Ja, ich habe zwei Handys. Okay, die sind, haben sich beide noch da hinten verzogen. Na, Munition. Okay, da hinten läuft einer, der andere läuft hier gerade hinter diesen Container. Oder auch nicht. Oh. Vielleicht kommt er auch eher in meine Richtung, das ist... Ja, gut. Das ging klar. Ah, oh, die sollen mal aufhören mit... Machen wir hier alles schön stumm schalten, zack. Das geht so nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gut oder schlecht hören könnt. Die Vibration, ich habe das nie ausprobiert, ob die sich krass auf das Mikrofon übertragen. Aber es muss ja nicht sein, ne? Und ich muss es nicht übertragen, weil das Mikro ist effektiv am Tisch befestigt und ich habe keine Entkopplung für das Ding. Halte ich nicht für nötig, so professionell bin ich dann auch wieder nicht. Ah, schauen wir mal. Bisher wurde ich nicht entdeckt. Oh, da kommen noch mehr. Ja, okay, Manny ist auf jeden Fall sichtbar. Da hinten sind vier Stück noch. Und ich habe nichts. Ich habe nur diese scheiß Bomben. Ja gut, die Bomben, die will ich jetzt nicht werfen. Ich habe auch... Der Schalldämpfer hält auch nur noch einen Schuss, fällt mir gerade auf. Dann denke ich dann leider selten dran. So, der soll einfach nur mal kommen, bitte, ja? Das wäre schön. Oder vielleicht kann ich ja Folgendes machen. Einmal die Bomben ausprobieren. Komm, probieren wir es einfach mal aus. Obwohl, reicht das? Ich probiere es. Oh, scheiße. Ups. Okay, sie haben es noch nicht bemerkt, wo es herkam. Das ist gut. Oh, sehr gut. Jetzt fehlt mir natürlich ein Dingsbums-Dämpfer. Und einen Hund gibt es hier auch. Oder ist das unsere? Ach nee, die haben keine Hunde, glaube ich. Scheiße, jetzt habe ich die alle drei an der Backe. Das Gute ist... Okay, der eine kommt dann da hinten auch. Ich würde die am liebsten jetzt mit Gewalt, also mit Waffengewalt töten. Ach, da kommen noch mehr. Nö. Ich brauche mehr Schalldämpfer. Geht das nicht irgendwie? Ich wünschte, ich wäre so klug wie diese ganzen Hardcore-Profis, die ich... Ich rede die ganze Zeit nur über andere Videos über das Spiel, die ich gesehen habe. Oh. Aber ich finde das so cool, da gibt es diese Dinger, die so auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, wo Leute dann so richtig durchrennen und alle fertig machen. Oder warten wir einfach mal... Soll ich einfach mal friedlich sein und die durchlaufen lassen? Vielleicht laufen die alle nach hinten. Oder auch nicht. Puh, okay. Kurz nur ein wenig erschreckt. Ja. Ich will die hinter die Ecke ziehen.
Ja, nein, genau das soll nicht passieren. Nicht entdecken. Hinter die Ecke. Egal. Nichts gesehen. Ich bin nicht da. Hier liegt keine Tote von euch. Das ist normal. Das machen die manchmal. Die legen sich auf einen Dreck. So, da hinten kommt jetzt gerade keiner an. Hier auch nicht. Dann können wir mal kurz hier reinschauen. War ich hier schon drin? Nein, oder? Nee, war ich noch nicht. So, die verhalten sich jetzt eher ruhig und bleiben da hinten. Also ruhig ist relativ gesehen, die pfeifen halt die ganze Zeit ihre komischen Lieder. Eigentlich ist es ja voll klug, dass sie so pfeifen. Allerdings müsste man die Codes natürlich am besten kennen. Alles andere hilft mir natürlich nicht. Okay, der eine geht wieder zurück irgendwie. Oh, der sieht mich 100... Okay, okay, okay. Wenn ich da lang gehe, sehe ich mich 100 pro. Gehen die wieder? Die klettern auch, die klettern auf manche Sachen hoch und wieder runter irgendwie. Kann ich hier rein? Oh. Oh, oh. Na? Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das hat so einigermaßen geklappt. Jetzt bitte niemand hier um die Ecke. Ja. Ich glaube, oh, oh, oh ist nicht immer genau die passende Reaktion für solche Momente, aber ich kann es nicht anders. Läuft da noch einer lang? Nee. Oh, doch, da kommt einer. Aber es ist irgendwie nur der eine, den ich gerade sehe. Ach, auch das noch. Warum kann ich hier nicht durch? Ist ja Scam. Okay. Hoffentlich sieht er mich hier nicht. Ich bin eigentlich nicht in seinem Sichtfeld. Damn it. Oh. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Schon gut. Don't take any chance. Oh, da ist er ja. Ich benutze den Lauschmodus sehr oft, also ich werde mit dem Grounded-Modus würde ich richtig verlieren, glaube ich. Wo läuft er hin? Wenn er wenigstens ein bisschen nach links läuft, hinter diesem Waggon da. Aber das tut er wahrscheinlich nicht. Wo ist die andere? Da war doch noch eine. Hier rechts da hinten. Ah, da haben wir sie. Der läuft da lang. Okay, der ist da erstmal ein bisschen beschäftigt. Ah ja, perfekt. Perfekt. Komm einfach nur hier hin. Bitte nicht auf dieses Ding klettern. Das ist sehr gefährlich. Guck mal, wie verrostet das ist. Am besten du läufst außen rum. Ja, hier, diese Ecke ist sicher. Dankeschön. Und gute Nacht. Ich kann nicht einschätzen, wie alt die sind, diese Seraphiten. Aber die haben wahrscheinlich auch aus allen Altersgruppen welche dabei. Naja, komm. Warum greift der Hund auch nicht an? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Wir haben einen Hund dabei,
den wir aber nicht einsetzen können. Wo ist er? Da oben. Ja. So. Waren das alle? Holy shit. That it? I don't see any more. We need to move. On me. Let's go. Exzellent. Ach, austauschen brauche ich nicht. Aber hier war ich. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich war und wo nicht. Am besten, ich durchsuche noch mal alle durch Gongs, die ich noch nicht durchsucht habe. Durchwage ich. Alle durch Gongs versuche ich. Den hier links hatte ich. Den hier vielleicht noch nicht. Ne, nur irgendwas Explosives, das kann ich bestimmt. Jetzt fängt es hier mit Abby auch langsam auch schon an, dass ich Sachen nicht gebrauchen kann. Hier? Nee, das war nur Gesundheit. Gesundheit verliere ich ja nicht. Dank meiner Muskeln. Na? So, dann haben wir hier hinten noch. Hier durchsuche ich jetzt nicht alle Gebüsche, weil erstens bin ich hier sowieso schon fast überall durchgekrochen. Und zweitens ist das bestimmt dasselbe wie mit den, wie bisher einfach im Spiel. Ich habe da ja auch fast nie was gefunden. Das waren ja immer... Sammelobjekte waren immer entweder unter Fahrzeugen zu finden und selbst da habe ich fast alle schon gesehen. Den hier einfach mal, weil ich gerade so darüber gesprochen habe, einfach auch mal angucken. Der hat aber auch nichts. Ja, und davon abgesehen waren die Sachen halt immer so an urbanen Dingen dran. Eher so Wohnungen, Gebäude. Gut, dann würde ich sagen, die geben mir ja schon den Weg vor quasi. Guys, up here. Come on, go. So, das sieht aus wie ein Objekt hier. Ja. Ausgezeichnet, leider keinen Schalldämpfer mehr, das ist ein bisschen traurig. Schauen wir mal, ob noch Gegner hier sind. Oh. Gut, das geht nicht. Through here. Damn it. Oh oh. Das wird lustig. Ah. Oh, 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 aua. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. SpongeBob, voll, voll. Voll, 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 voll. Nein, nein, nein. Ich brauch ein bisschen, endlich machen die mal was. Oh, das ging sogar. Ups. Hä? Gesundheit. Ach, der Hund. Oh. Oh, der Hund, der hat sie versteckt. Hier noch was ich mitnehmen kann? Ihr habt doch jetzt Erle getötet. Okay, es ist hier nicht mehr viel. Ich will auch gar nicht mehr hier bleiben. Okay.
Hey, let me see your hand. We're in. Squeeze this as hard as you can, okay? Holy shit. I didn't even feel it. Hey! We got two. Hey, he's got a gunshot wound to the hand. Almost a compliment. Go get help. Stay, Alice. Come on, it's this way. Sit. That was a lot of blood, right? She shouldn't be out. She'll be okay. She'll be okay. Out here. Hey, come on, girl. This is Alice. Come on, Alice. Good girl. Thank you. These new recruits, I don't trust them. Ich auch nicht. Hey, Manny, hold up. You're top dogs. You know what's going on? What do you mean? We've been stationed here for 3 days with nothing coming down the pipe. Yeah, you should be thanking us for getting some action. One. Can you find out what's up? Okay. Well, let us check in first. We'll get back to you. All right. Thanks, Ben. See ya, Abby. See ya. Wie ist hier? Ich bleib noch ein bisschen. Ich schau mir erstmal um, ob es hier was gibt. Überall Humvees. Das muss doch ein... oder... Nee, doch Humvees, ja. Hm? Das muss aber doch was Gutes heißen. Ganz viel... Das habe ich doch gerade gemeint. Ganz viel urbanes Zeug. Wobei, Humvees sind wahrscheinlich eher weniger urban, nehme ich an. Klettern kann ich auf jeden Fall hier nicht. Sehr schade. Ah, 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 ah. Hey, you done with Monte Cristo yet? Almost. Give me another week? I'm at the end. Shit's getting good. 1 week. Thanks. Thanks. Gut, die hat einen entspannten Job. Hier wird wahrscheinlich keiner eindringen gerade. Hier wird geschweißt. Ohne Lichtbogen. Gut, okay. Hier wird geraucht. Also die Gesundheit liegt denen auch nicht am Herzen. Allerdings ist das ja deren Spruch irgendwie, stirb schnell. Habe ich so verstanden, nicht wahr? Das ist, konnte man so übersetzen. Ist das? Ach so, das ist so ein Stahl, so ein Ding, was da rausguckt, das ist ein Beton. Ich dachte, das wäre was zum Aufheben. Gut, ich habe jetzt nicht viel interagieren können. Schauen wir mal, ob das hier geht. Checking in. Hey, you two. What you got for us? No assignment. Just says report to Isaac. Both of us? Yeah. Never been this busy here. Something's going down. We better find Isaac. We should make sure Mel's okay first. Mm. Oh, was? Ah, hallo. Hey, Abby. Bist du schon durch mit Monte Cristo? Isaac back there? Not just Carl training the fresh meat. Hey, thanks. Hey,
Frischfleisch. Naja gut, ich meine, das ist ja für eine Partei, die sich Wolf nennt, als, wie sagt man, als Umgangssprache passt das ja. Obwohl, nein, warte mal. Frischlinge? Sind das nicht Schweine? Ups. Eigentlich müsste es ja Welpen dann heißen. Scarlet, Ares. Ah, die kriegen jetzt alle von mir so eine Art... So, die kriegen jetzt alle von mir Credit. Ares, ein ganz feiner. Scarlet, eine ganz liebe. Tofu. Gut, dem geht es nicht so ganz gut. Das liegt wahrscheinlich an seiner Ernährung. Darwin, der zweite. Ach, das ist auch ein ganz feiner. Rocky. Ist gerade raus und läuft irgendwelche Treppen hoch und kämpft dann gegen irgendwelche... Ach, das ist nicht so lustig. Komm. Was ist das? Satz? Sadie. Oh, Sadie. Miki und Kwan. Gut, der kommt aus China. Oder ist mindestens von einem asiatischen... Ach, Wolf-Mitglied. Oh, was haben wir denn hier? Hey, Alice. Hey, Wonder Girl. We're gonna get you out of here soon. Oh. So, aber auch Carla ist ganz lieb. Und Cleo ist ganz lieb. Und Marley, gut, ist tot. Könnte sein. Ich glaube aber, die schrechen das ganz schnell weg davon, wenn die wirklich versterben sollten, die Hunde. Das sind ja, für die sind das ja Nutztiere. Ich glaube nicht, dass sie wirklich so, die meisten, die als emotionale Bindungsobjekte nutzen. Ach, guck mal. Richtstaat New Mexico. Ja, gut, da brauchen wir jetzt gar nicht erst gucken oder lesen, weil da steht eh nur dasselbe drauf. Ich wünschte mir, da würde ein bisschen mehr auf den Münzen drauf sein, so zum Lesen. Ja? Hey, man. Abby, heard someone had to save your ass for once. Yeah, I mean, one time. Das ist sehr gut, diesen Ort mag ich. Davon könnte es ruhig mehr geben. Die reparieren hier alle ihre Waffen. Ach, guck mal, hier ist auch wieder so ein Ding. Oh, jetzt habe ich gar nicht nach anderen Teilen gesucht, aber egal. Gucken wir mal, was wir machen können. Gar nichts. Perfekt. Optimal. Aber schön, dass das... Das ist eigentlich auch klug gemacht, weil hier zum Beispiel an den ganzen anderen Stationen waren es immer Autobatterien, die hier für den Strom gesorgt haben. Und in diesem Fall geht das Kabel einfach weg, weil die haben hier ja Strom. Ich finde das klug. Nein. Ach, oh, optionales Gespräch. Gut, dann ja. Dann ja. Yeah? Heard about your ambush. Where'd they hit you? Right around here. Near the warehouses. Shit. They keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? He was here a few minutes ago. Okay, thanks. We'll look around. Ja, natürlich, klar. Der ist immer seit ein paar Minuten weg, egal um wen es geht. Oh, was haben wir denn? Ach nee, das ist der Tisch wieder. Hier gab es aber eh nicht so viel zu sehen. Die besprechen hier alle nur ihre Lage. Hier stehen ganz viele Leute und hören da ganz gespannt zu, wie die sich dann eine Karte von Seattle angucken. Also mir wird das überhaupt nicht helfen. Ah. Wow. Die geben sich richtig Mühe. Boah, krass, ey. Die eine ist schon richtig krass am Gewinnen. Och, und jetzt bewegen sich die Arme. Okay. Die Geräusche passen überhaupt nicht zu dem, was sie machen. Komm, er verliert. Ihr Finger geht durch seine Hand. Gut, er war natürlich gehandicapt dadurch. Ach, die kennen wir doch. Hey. Hey, Whitney. Oh, hey, Abby. What's up? You know what's going on around here? I wish. All I know is they're sending some of us to the hospital. Supply run. That looks exciting. I know, right? That game good? Really hard. But really good. Got some great tunes, too. Don't let me stop you. See you around. Ja, sehr schwer, wie es aussieht. Immer wenn der Bildschirm rot wird, stirbt sie gerade. Ha, haha, Referenz zu später, wenn sie wirklich stirbt. Gut, der Typ, der sitzt sehr unbequem hier, hat wahrscheinlich eine Verletzung am Hintern. Oder so, wie Forrest Gump einst.
So, und hier. Warte mal. Die sieht aus wie Marlene in alt. Aber das kann ja nicht sein. Wie wir wissen, aus erster Hand, das sage ich jetzt nicht, was passiert ist, weil ich spoilere ja nicht ausschließlich. Obwohl, wenn ihr den ersten Teil nicht gespielt habt, das habe ich schon so oft gesagt, dann macht das hier gar keinen Sinn alles. Looks pretty bad, huh, Doc? How'd this happen? He got stabbed in the foot by a scar. Yeah. She thought he was dead, but he wasn't. Hey, man. Feeling better? Pain meds are kicking in, so... Yeah. Hang in there. How's the hand? I'm gonna keep most of my fingers. Brother, you only need three. Am I right? Dude. All right. Oh, jetzt habe ich nicht zugehört. Ich habe versucht, die ganzen Gespräche hier zu lauschen, aber es gibt so viele gleichzeitig. Inklusive mir, der die ganze Zeit redet. Oh, da fehlt jemandem ein Fuß. Das ist... Gut, ich meine... So ist es halt. Ja. Es wird alles in Ordnung. Gut. Eine halbe Flasche Alkohol, das ist natürlich... Gut. Could have been much worse, though. Speak of the devil. Hey, guys. How you doing, Melon? Just a few more stitches, and I'll be good as new. You guys need to convince this girl to relax. Hey, Mel. Relax. You got it. Hey, I need some muscle, so can you two give me a hand or something? Sure. Don't move. I'll just be here. Relaxing. Muscles? Da müsste sie doch nur Abby fragen. Have you had a chance to relax? I'm shipping out to the Westside Hospital in a few. Orders are to get everything. How's Mel? Really? Well, the baby's vitals were a little elevated, but I'm not worried. Someone should get word to Owen. He'll want to be here for her. Was ist denn jetzt mit den Muskeln? Sollen wir die Kisten tragen? Das könnte sie, glaube ich. Oder das hier? Ach, jetzt geht's ab. So, jetzt kommt's. Joels Leiche. Haben die aus dem Grab gestohlen? Are these all ours? Yeah. And more coming in by the hour. Gut. Das waren wir dann wohl. Can't tell Mel, all right? Nora. Just not yet. Come here. Yeah. Who's in that body bag? Holy shit. It's Danny. Where's Owen? I don't know. A few days back, there were some scar sightings out by the marina. Danny and Owen were sent on a sweep. And this morning, the guards found Danny collapsed by the perimeter fence. He'd walked himself back with a bullet in his stomach. Pinches scars, hijos de puta. Isaac talked with him until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back that way. So what about Owen? Did you ask Isaac what happened? Yeah, I tried. But he gave me that fucking look, and then he told me to keep quiet about it. Which means you can't say shit. Owen's a big boy. I'm sure he's fine. Where is Isaac? I'll be discreet. Last I heard, he was in the apartments. Okay, I'm gonna go check up on Mel, so let me know what you guys find out. Yeah. Why the hell hasn't Isaac sent out a search party for Owen? Maybe he hasn't, just didn't tell Nora. I fucking hope so.
Wer ist Danny? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber gut, scheint eine sehr wichtige Person gewesen zu sein und er scheint mit Owen unterwegs gewesen zu sein, der Typ, mit dem wir auch in dem Abby-Flashback quasi geredet haben. Das ist derselbe, glaube ich. Und Isaac scheint sehr schwer zu finden zu sein, dafür, dass er der Anführer von diesen ganzen Leuten hier ist. We're looking for Isaac. He's inside. You're in. Thank you. Endlich einer. Wir sind seit Viertelstunde hier und endlich kann es einer sagen. What's up, fellas? Got time for a game? Can't. Here for Isaac. Whatever, big shot. Not my fault I'm so good at what I do. See you around. South Carolina, sehr gut. Es gibt wirklich sehr viele Münzen hier, das kann ich immer nur wiederholen. Hier ist nichts. Ich kann leider nicht so schnell laufen, deswegen habe ich bei manchen von diesen Orten, wo man nur gehen kann, da habe ich echt keinen Bock, Sachen zu suchen, weil das so umständlich ist, irgendwie. Du brauchst so lange halt, ne? So, was haben wir denn hier? Isaac. Es hat 3 Tage gedauert, aber ich habe endlich was aus Nummer 74 rausgekriegt. Wenn er die Wahrheit sagt, ist die Südküste wohl unsere beste Möglichkeit. Ich habe das auf einer Karte markiert und sie in deine Wohnung gelegt. Wir sollten so bald wie möglich Späher rausschicken, um die Informationen zu überprüfen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er etwas zurückhält. Gib mir noch ein paar Tage mit ihm. Sergeant Foster. Gut, das ist also so formuliert, als ob die sich duzen würden. Und am Ende klingt es eher so... I don't miss this place. Nicht. Gut, das ist also so ein Scar. Smell? Sprich, nein, nicht weggehen. After our morning, I wouldn't mind a few minutes with these guys. I hear that. Gut. Keine Gefangenen ist hier nicht das Motto. Hier. Gut, hier war mal einer. Hier haben wir noch ein paar sehr ängstliche. Aber gut, die wurden bestimmt auch schon sicherlich zugerichtet in gewisser Weise. Ah, man kann den gegenseitigen Hass schon verstehen, wenn es darum geht, ja. Ich meine, du wirst jetzt keinen Frieden mehr schließen können, so, keine Ahnung. Die foltern sich ja gegenseitig und bringen sich um, keine Ahnung. Hey, Abby. We need to go up. Isaac's in there. Do you know if he'll be long? Said again when you two arrive. Come on. Sir, Abby and Manny are here. Some trouble. No losses on our side, just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. Never seen the base this packed. Give it another day. Still waiting on some units. What's going on, boss? These small skirmishes. Can't keep going like this. Then what? We could try another truce. But how long before some asshole on their side or our side unravels the whole thing? No. It has to be all of them. Sir, we'll try attacking their island. Not like this. Not with everyone. There's a big storm a few days out. We're gonna use it to mask our approach. You two are gonna lead the first wave. Pick your squads.
start prepping. I want Owen. When are he and Danny getting back? Who talked, Nora? No secrets between the Salt Lake crew, huh? Is Owen okay? As far as I know. Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny. Apparently to protect some scar. It's bullshit. Excuse me? That's not Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir, people hear that story. Owen's dead. Anyone who finds him, they'll gun him down for sport. Then I suggest you all stop gossiping about it. Let me go after him. I'll walk him back in. We'll get to the bottom. No. You said yourself the storm's a few no. days. No. We've only got one shot at this. And this is bigger than any of us. Definitely bigger than Owen. If he turns up, then fine. I'll give him the benefit of the doubt. And we'll get to the bottom of it. I need you, Abby. Yeah? Yeah. I get it. Good. Look over the plans and go through your roster. Grab some food. We'll talk later. No way Owen killed Danny over some scar, right? What? No. Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me till then. Isaac will kick your ass. Not before the assault. You heard him, he needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him? I know where he'll go. Kill you. What? Seriously, stop it. All right. Why don't you come on over and enjoy this view with me then? It's great. It's the best. Oh. Come on. We made it all the way up here just so you could wimp out on the last two steps. Yeah. Yes. Deal was to get up here, so. All right, here's what's gonna happen. You're gonna get your ass over here, sit on the edge, or you can go down here on the kid seat, and look at this view with me. We can't miss training. Really? Not even just for one night? No. Can we talk about it? It's getting late. Yeah. Okay. Don't. Don't. Do not. It is too high. Oh, my God. Oh. You know, I don't think I can live like this anymore, Abby. Owen. I'm serious. I will break up with you. Owen. I always loved you. Don't! Owen! Ja. Komm. Thank you.
Abby! I'm down here, you asshole. You jumped? And I missed it? I thought you drowned. And you came to my rescue? No. I came to make sure you drowned. I found something pretty awesome. What? I think you're gonna have to follow me to see it. Owen, we have to go back. We will, once you see this. Owen! What are they gonna do? Kick out a bunch of displaced fireflies who have nowhere else to go? Maybe. I don't want to find out. Just come see this thing. Take a deep breath. Keep going. Fuck yeah. This is crazy. I think it's like one of those zoos, but for fish. Shut up. Check this water pup out. I saw this seal the other day. It was covered in spots. They don't have spots. They're brown. Those are sea lions. No. No, you don't know. I know what I saw with my eyes. Und bevor ihr noch mehr Sachen seht, würde ich sagen, danke für eure Bewertung, danke für eure Aufmerksamkeit. Es ist ein wunderschöner Moment, den wir gerne kaputt machen, um hier die Folge zu beenden. Und nächstes Mal schauen wir dann, was das hier drin zu sehen gibt. Und das ist ja offensichtlich das Aquarium, das wir schon kennen. Zu glücklicheren Zeiten. Bis dahin, vielen Dank und haltet die Ohren steif.